Der Ministerrat der Europäischen Union lässt den Anbau von genetischen modifizierten Mais, Genmais, in Europa zu. Mit dieser Entscheidung zeigt die europäische Organisation, dass sie in diesem Bereich wieder einmal ausschließlich die Interessen multinationaler Konzerne vertritt. Es geht um die Genmaissorte 1507, die von dem Biotech-Konzern DuPont Pioneer entwickelt wurde. Über den Anbau entscheidet nun die EU, und das obwohl 19 EU-Staaten gegen den Anbau abstimmten. Nur 5 Staaten stimmten dafür und 4, unter anderem Deutschland, enthielten sich der Stimme. 80% der Deutschen, so eine aktuelle Umfrage der Bundesregierung, lehnen die sogenannte Agro-Gentechnik ab. Doch der Koalitionsvertrag schreibt in diesem Punkt ganz klar vor, dass die Ängste der Bevölkerung berücksichtigt werden müssten. Die SPD habe sich bei ihrem Parteitag eindeutig gegen Agro-Gentechnik positioniert und auch die CDU lehnte diese ab. Und trotzdem enthielt sich Deutschland als Sprachrohr für dessen Bürger seiner Stimme. Hier vor dem Quedlinburger Rathaus begleiteten wir einen stillen Protest, der sich gegen den Anbau von genveränderten Mais richtete. Symbolisch wurde hier der Genmais begraben. Die Genmaissorte 1507 besitzt eine gültige Zulassung nach derzeitigem EU-Recht. Der Naturschutzbund warnt ausdrücklich vor den Gefahren, die von dem gentechnisch veränderten Mais und seiner Herbizidresistenz für die Artenvielfalt ausgehen. Der Mais wurde gentechnisch verändert, um ihn resistent gegen das Breitbandherbizid Glufosinat zu machen. Gleichzeitig sondert er in allen Pflanzenteilen von der Wurzel bis zum Pollen Toxine ab, die gegen den Fraßschädling, die Raupe des Maiszündlers, giftig wirken. Wenn der Mais in Deutschland angebaut wird, steigt automatisch der Einsatz von Glufosinat. Dieses Unkrautbekämpfungsmittel gehört zur Gruppe besonders gefährlicher Pestizide, die 2017 nach dem Willen der EU-Kommission aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Vor diesem Hintergrund ist es vollkommen unverständlich, warum sich Deutschland in der Abstimmung enthält und einer europäischen Zulassung somit nichts entgegensetzt, sagte der Naturschutzpräsident Olaf Tschimke. Das Gremium der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA für gentechnisch veränderte Organismen hatte zuvor in mehrmaligen Bewertungen keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder auf die Umwelt festgestellt. Die Studien, die für die Zulassungsverfahren in der EU erstellt werden, stammen von den Gentechnikkonzernen selbst. Diese führen keine Langzeitstudien durch. Niemand kann also wissen, wie sich Gentechnikpflanzen langfristig auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt auswirken. Außerdem werden brisante Ergebnisse oft zurückgehalten. Auch bei unserer Umfrage äußerten viele Bedenken. Ich denke mal, gerade in unserer Gegend, wo wir zum einen in Gartersleben die Züchtung haben und hier in Quedlinburg und zum anderen einen Haufen Bauern, die sich auf diesem Gebiet schaffen, große Widersprüche sehe ich da. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht weiß, wohin es geht mit genmanipulierten Lebensmitteln, stehe ich eher auf der ablehnenden Front. Aber man sollte der Forschung nicht Einhalt gebieten. Na, ich bin eigentlich dafür, dass man diese Forschung weiter treibt. Ja, aber immer unter der Prämisse der Umwelt und so, dass man da eben vielleicht mehr Wert auf die Forschung, dass man es länger in diesen Zonen, wo das eben erlaubt ist, oder sagen wir mal, wo man die Felder frei gemacht hat, dass man das erstmal lange erprobt und dann freigibt. Ich finde das, also ich persönlich finde Gentechnik nicht gut, weil es einfach ein Eingriff ist und wir immer nicht wissen, was kommt bei raus. Also beispielsweise die meisten Gentechnik-Sachen sind ja dazu da, dass die Pflanzen dann selber Pestizide herstellen, aber wir alle wissen, Pestizid, das ist hochgiftig. Und wenn die Pflanze das jetzt selber herstellt, warum sollte die Pflanze dann immer noch gut für mich sein? Oder ich meine, bei den meisten Gentechnik-Pflanzen wird es dann im Endeffekt Viehfutter, aber in gewisser Weise konsumieren wir sie am Ende ja auch, genauso wie mit den Antibiotika, die dem Vieh gegeben werden. Und es gibt Ansätze wie zum Beispiel den gelben Reis. Da finde ich das sinnvoll, dass jemand gesagt hat, er versucht, eine Pflanze herzustellen, die halt auch in dürren Gegenden wächst. Also der gelbe Mais produziert halt zusätzlich auch Vitamin C, war das meiner Meinung nach. Und das, um halt gegen Hunger anzugehen. Ja. Aber einfach jetzt nur für die Industrie finde ich es falsch. Und es schafft ja auch die Pestizide nicht aus der Welt, weil die Pflanze es selber herstellt. Und wie es bei chemischen Pestiziden ist, ist es auch bei den Pflanzen, die das dann selber herstellen, diese Herbizide, dass dann am Ende die Tiere oder die, wenn es ein Herbizid ist, das Unkraut dagegen irgendwann resistent wird. Ja. Das ist im Endeffekt die gleiche Diskussion halt wie mit Antibiotika. Dementsprechend, ich sage jetzt mal,
wie nennt man das denn, saubere Gentechnik oder was das ist, wenn man sich sozusagen einen Pinsel nimmt und die eine Blume mit der Pollen der anderen bestäubt und sowas, das ist alles ganz nett, da kann man verschiedene Apfelsorten züchten, das ist auch schon immer gemacht worden, aber da funktioniert auch nur Sachen, die miteinander kompatibel sind. Also es ist halt dann nicht wie, ich weiß gar nicht, was war das denn? Da haben sie, also bei dem Reis wäre es jetzt beispielsweise, Reis würde niemals Vitamine selber produzieren. Ja. Und das ist einfach was so Verschiedenes, was man da zusammenbringt, dass auch die Frage ist, warum macht man das? Warum greift man nicht auf die Pflanzen zu, die es gibt, statt auch in gewisser Weise dadurch die Vielfältigkeit, die die Natur uns bietet, immer weiter einzuschränken? Ja, ich finde es bedenklich. Nicht nur den Mais, alles. Ist ja alles künstlich dann, oder? Ja. Naja, dem stehe ich eigentlich so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil man weiß ja nicht genau, was dabei rumkommt, rauskommt. Die Forschung machen, tun, aber ich denke mal, so genau wissen die jetzt auch nicht genau, was damit ist und wie es weitergeht. Da bin ich strikt dagegen, denn wir haben schon so viel Genzeug und in den Essen und überall, das ist schon nicht mehr aushalten. Umsonst nicht so viel Krebskranke, die mit einmal so ansteigen. Also ich möchte sagen, da bin ich strikt dagegen. Ich glaube nicht, dass das gut für uns ist. Vor allen Dingen die Erfahrung ist noch gar nicht so groß. Und ich finde gut, dass Europa eigentlich müsse Nein sagen zu dem Gen-Mais. Und es ist noch nicht, die Erfahrung, die ist noch nicht da mit diesem Gen-Mais. Was dadurch passiert oder nicht passiert, das wissen wir noch nicht. Insofern ist das schon bescheiden, sagen wir mal so. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es geht sicherlich um die Gen-Mais-Sache. Und was ist vielleicht Ihre Meinung dazu? Bin ich völlig dagegen. Darum habe ich es fotografiert. Alles klar, danke schön. Mithilfe genetisch veränderter Pflanzen können in Zukunft biologisch abbaubares Plastik geschaffen werden. Und gentechnisch veränderte Bakterien könnten im Kampf gegen Ölkatastrophen eingesetzt werden. Der Welthunger kann bekämpft werden und die moderne Gesundheitsvorsorge sei ohne Gentechnik nicht mehr vorstellbar. Alles nur Wunschdenken, wirkliche Zielstellung oder eine dreiste Lüge der Industrie. Wir trafen Imkerin Ingelore Hebbel und wollten wissen, welche Chancen die Gentechnik für uns offen hält. Ich habe also zur ganzen Genforschung habe ich eigentlich in zwei geteilten, zwei Herzenschlangen in meiner Brust, weil ich nun mal gelernter Züchter bin und weiß, was man mit Pflanzen machen kann und wie man sie verändern kann und dass es sehr viele schöne Aspekte dabei gibt. Aber die Gefahren, die eventuell bei diesen massiven Eingriffen passieren, man muss sich das vorstellen, wie klein ein Chromosom ist, und da greife ich jetzt ein, dass da mehr kaputt geht und mehr gemacht wird, als man meint. Ich kann nicht ganz gezielt sagen, so, ich nehme jetzt dieses bisschen und das tue ich dahin. Das ist ja so winzig klein. Wer will uns das wirklich sagen, dass da noch mehr passiert, als wir wissen? Und ist die Langzeitfrage, was passiert denn wirklich? Ja, das ist, klar kommen wir schneller zum Ziel. Ja, ich sage immer, die Natur entwickelt sich und das nützt der Züchter. Ja, also eine Pflanze, die mutiert, durch eine Mutation hat sie auf einmal gelbe Früchte. Schön. Freue ich mich. Das hat aber 50 Jahre gedauert. Durch die Genforschung schaffe ich das in 3 Jahren. Wunderbar. Aber es geht ja nicht nur um gelbe Früchte, sondern es geht um Inhaltsstoffe, wo wir nicht wissen, wie die Auswirkungen sind. Ja, und bei den Maisforschungen, da geht man ja so weit, dass man Pflanzeneigenschaften nutzt. Es gibt Pflanzen, die können ihre eigenen Pflanzenschutzmittel herstellen, also sich gegen Käfer wehren, durch eine Substanz, die sie herstellen. Und dann kommt der Schädling nicht an die Pflanze ran. So, das nutzt man und bringt dieses Gen in eine andere Pflanze. Und dadurch ist aber, das war vorher eine Wildpflanze, die kommt alle 100 Meter mal vor. Jetzt habe ich ein ganzes Feld von diesen Pflanzen, die dieses Pflanzenschutzmittel herstellen. Ich habe im Boden eine Konzentration von einem Mittel, das ein sogenannter BT-Mais, den gibt es also schon. Und das ist da, das Zeugs. Ja, und die nächste Kultur, die angebaut wird, die lebt auf diesem chemischen Teppich und wir dürfen es dann essen. Oder auch die Pflanzen, die Tiere. Und das ist eben das, was uns Angst macht. Ja, jeder Landwirt darf nur so und so viel Gramm Pflanzenschutzmittel auf sein Getreide bringen. Und hier haben wir kiloweise, was die Pflanze selber hergestellt hat. Das ist dann schon beängstigend. Weitere konkrete Risiken: Der Mais verunreinigt den Honig der Imker mit gentechnisch veränderten Blütenpollen, der nicht als Lebensmittel zugelassen ist. Infolgedessen wird der kontaminierte Honig unverkäuflich.
In Deutschland wollen mehrere Bundesländer, aber auch der frisch ernannte Landwirtschaftsminister Christian Schmidt der CSU, den Anbau von 1507 Mais unterbinden. Doch mit welchen gesetzlichen Mitteln sie das durchsetzen wollen, sagten sie bisher nicht. Einen großen Spielraum, EU-weit als sicher eingestufte und zugelassene GF-Pflanzen, also genveränderte Pflanzen, national zu blockieren, gibt es nicht. Mit völligem Unverständnis und Enttäuschung äußerte sich der Deutsche Bauernbund e.V. über die Position und Verlautbarungen der Landesregierung Sachsen-Anhalt in der aktuellen Diskussion über die erneute Zulassung des gentechnisch veränderten Mais 1507. Ja, also wir haben erstmal mit Unverständnis und Entsetzen darauf reagiert, dass diese ganze Gentechnik-Sache jetzt überhaupt wieder so hochgekommen ist. Das ist schon schlimm genug. Und der Bauernbund hat ja in der Vergangenheit immer die grüne Gentechnik aus wirtschaftlichen, ethisch-moralischen und auch rechtlichen Gründen strikt abgelehnt. Und deswegen sind wir eigentlich sehr traurig darüber, dass die Bundesregierung sich da erstens rausgehalten hat. Andererseits aber auch waren wir dann wieder dankbar über die Aussagen, dass sie also hier nationale Lösungen schaffen wollen. Also gerade die wirtschaftlichen Gesichtspunkte sind also für unsere Landwirtschaftsbetriebe doch sehr, sehr prekär, weil es die Betriebe sind, die praktisch immer den schwarzen Peter zugesprochen oder letztlich erhalten. Weil der Landwirt ist derjenige, der voll haftungsfähig ist. Er hat keine Versicherung, die ihn die genveränderte Ware versichert. Keiner ist bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Die Landhändler verlangen von unseren Betrieben, Gentechnikfreiheit zu bescheinigen, aber im Gegenzug kriegen unsere Betriebe vom Landhandel das nicht bescheinigt, dass sie genverändertes Saatgut bekommen haben. Also es ist dann ein Teufelskreis ohne Ende und wie gesagt, die Betriebe sind dann diejenigen, die eigentlich den schwarzen Peter haben. Wie gesagt, rechtliche Unsicherheiten kommen auch noch dazu, das ganze Haftungsrisiko, gerade die genveränderten Pollen, auch beim Raps, die machen jetzt nicht an irgendwelchen natürlichen Grenzen Halt, sondern es gibt keine Koexistenz bei der Gentechnik. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, den man hier beachten muss, dass also dann auch die Nachbarbetriebe davon mehr oder weniger vom Eintrag betroffen sind. Ja, und wir haben ja in unsere Verbandsphilosophie nennt sich ja christlich, konservativ und heimatverbunden. Und wir haben also auch ethisch und moralisch schon unsere Bedenken, wenn man hier was die grüne Gentechnik anrichten kann. Ein Punkt vielleicht noch, das sind eben auch diese starken Abhängigkeiten, die die Gentechnik für die Betriebe mit sich bringt. Es sind hier gerade in Sachsen-Anhalt haben wir gewachsene Absatzstrukturen. Wir haben hier den Eliteweizen in der Börde, was wirklich über Jahrhunderte gewachsen ist. Und es ist wirklich die Frage, möchte man das aufs Spiel setzen zugunsten von agrarindustriellen Großkonzernen, die dann hier gerne rein möchten, gerade aus den USA, und eben hier ihre genveränderte Ware an den Mann bringen und natürlich dann die Betriebe von sich abhängig machen. Ob ein Anbauverbot auf EU-Ebene erzielt werden kann, bleibt abzuwarten. Doch wie hoch können die Chancen schon stehen, wenn die deutlich ablehnende Mehrheit von über 80% schon keinen Einfluss mehr hatten?